Hallo Leute, hier ist wieder Fisken aus Berlin. Ja, heute wollte ich euch mal so ein Pflanzenupdate geben. Ich habe ja ganz viele Pflanzen geholt und ja, da wollte ich euch mal zeigen, wo ich die positioniert habe und die alten Pflanzen, wie weit die schon groß geworden sind. Ja, habt Spaß! Okay, also erstmal die hier, die war ganz mini gewesen, wo ich sie gekauft habe. Die hatte, glaube ich, nur ein, zwei Blätter. Also ja, ein, zwei Blätter wirklich. Und wie riesig die geworden ist in so kurzer Zeit. Das gefällt mir richtig gut. Und auch so die daneben, die hat auch ganz viele Blätter, die da noch wachsen. Und die wurden beide zur gleichen Zeit. Ich glaube, weil die hier oben auf dem Schrank sind, haben die nach oben hin so viel Platz, dass sie richtig wohlfühlen. Und ja. Auf Teufel komm raus wachsen. Und jetzt geht's gleich weiter. Ja, hier. Und zwar da. Da ist diese Einpflanze, die hatte ich damals ja von meiner alten Wohnung noch. Die macht sich hier nicht so gut. Also ich weiß auch nicht. Die hat auch schon wieder so welke Blätter und die zwei Stiele sind ja kaputt gegangen. Aber ich will sie noch nicht aufgeben. Ich schmeiß die noch nicht weg oder so. Ich lasse die einfach hier ihren Willen und lasse sie da wachsen. Das ist auch eigentlich erst nach dem Umtopfen. Die hier gedeiht eigentlich ganz gut. Ja, und die hier, ich glaube, da waren einfach zu viele Pflanzen hier auf dieser Kommode. Die ist mir auch ziemlich eingetrocknet, obwohl sie hier ganz viele Pflanzen, also viele Blätter hat, wo viel rauswächst. Aber dieser Teil, ich kann mich erinnern, ich hatte die Heizung an und da sind einige Pflanzen mir einfach mal eingegangen. Die sind im Winter, war das, glaube ich, denen zu trocken. Aber auf jeden Fall, hier auf der Seite wächst sie wieder und sprießt, daher wird sie nicht weggeschmissen. Davon hatte ich auch eine und die ist mir damals, wo ich die Heizung anhatte, auch eingegangen. Aber die hier, die wächst noch. Aber die andere war einfach fülliger. Und dann hat sie irgendwann die Blätter fallen, so runtergeneigt wie die hier jetzt. Aber die sind so fest. Also das war so richtig so, ich bin welkmäßig. Aber die gedeiht hier ganz gut. So, dann haben wir hier unten mir so eine weiße Lilie. Die hat leider keine Blüten. Die war auf der anderen Seite. Ich sie jetzt auch zu den anderen gesät. Die hat leider keine Blüten. Die sind ja irgendwie alle vertrocknet wie bei der hier. Vielleicht wisst ihr, wie man die pflegt. Also die stand jetzt ein bisschen dunkler, da war diese weiße Blüte noch hell. Und jetzt ist die auch vertrocknet. Aber ist mir ehrlich gesagt, möchte ich die nicht da hinten. Ich möchte, dass die bei den anderen so mit dabei ist. Ich glaube, das tut ihr auch hier gut. Also die Blätter, die waren so ein bisschen komisch, schrumpelig, haben sich jetzt hier erholt, habe ich das Gefühl. Kennt sich damit jemand aus? Dann bitte Tipps. Dann das hier, glaube ich, eine Begonie. Die habe ich ganz neu. Die sieht auch voll hübsch aus. Die hat so einen schimmrige Blätter. Die gefallen mir voll gut. Dann hier diese Lilie, die war auch an einem anderen Platz und ich glaube, hier bekommt ihr es ihr auch besser. Sie bekommt hier einfach mehr Licht. Man muss manchmal bei den Pflanzen echt aufpassen, was sie mögen und was sie nicht mögen. Die Birkenfalken, ja, die wächst hier mir ganz schön prächtig. Die ist richtig groß geworden, stelle ich jetzt fest. Die war am Fensterbrett, da war sie so mini. Ich glaube, da hatte sie auch nicht so viel Platz, aber jetzt ist sie richtig buschig. Und die hier, die wächst mir auch hier ganz schön zu. Die hat auch ganz viel Blätter hier. Da sieht man es. Und die hier auch. Also das ist hier eine neue. Die ist sowieso ein bisschen buschiger. Die habe ich auch neu. Die finde ich voll schön. Die erinnert mich an meine Jugend. Ich ja auch an die Fensterbank. Hier ist mein Bruder. Und die Efeutute, da habe ich hier einfach mal so einen Stab, damit sie sich noch so weiter rankt. Aber die ist ja hier auch gut aufgegangen. Also die stand jetzt da, wo die Lilie stand.
hast du immer so welke Blätter bekommen, aber hier und so eine hier, sowas. Aber hier, glaube ich, gefällt es ihr einfach besser. Ich glaube, sie brauchte mehr Sonne. Die ist aber auch, schaut euch mal das an. Soll ja auch aus dem Urwald kommen. So ungefähr habe ich das auch das Gefühl, dass die sich. Schaut mal, wie riesig dieses Blatt ist. Die ist so groß wie meine Hand. So richtig riesig. So, und hier auf der anderen Seite ist auch eine Efeutute. Hier auf der Seite wird sie ein bisschen welk. Ich glaube, da bekommt die einfach nicht genug Sonne. Aber das kann ich auch nicht ändern. Und hier oben, dieses Efeu, habe ich neu und die wächst echt auch ganz schön prächtig. Mein letzter Efeu, der war nicht so prächtig und der ist mir auch so ein bisschen verwelkt. Aber der hier, dem geht es, glaube ich, hier ganz gut. Ja, habe ich das Gefühl. Und da unten, das sind die Ableger von einer Pflanze, die ganz buschig voll hier war. Die mir einfach, zwei davon sind mir einfach mal weggestorben. Und da waren halt nur noch diese zwei Blätter. Und ich glaube, oh, die ist ja immer noch nicht hier angewachsen. Muss ich nochmal reinstopfen. Merke ich jetzt erst, dass sie gar nicht angewachsen ist. Oh mein Gott, aber die hier ist, glaube ich, angewachsen. Die ist richtig stabil. Na gut, jetzt gehen wir in die Küche. So. Ja, hier in der Küche habe ich so einen Fan. Den hatte ich eigentlich auf der Mikrowelle, aber hier finde ich, hat er mehr Platz. Da habe ich mich immer dran gestoßen. Mein schöner Kaktus, den ich noch von der alten Wohnung habe, der wird wahrscheinlich wieder an zu blühen. Den hatte ich erstmal auf den Schrank, wo diese anderen beiden Pflanzen waren. Und die ist mir da so richtig abgetrocknet hier. Und jetzt hier auf dem Fensterbrett, da geht es ja richtig gut, die blüht. Und das soll so eine afrikanische Pflanze sein, die braucht viel Sonne und die schimmert so violett. Soll aber auch einen ganz komischen Geruch haben. Aber bis jetzt vermerke ich das nicht. Und die sieht auch echt gut aus. Und die hatte letztes Jahr ganz tolle Blüten gehabt. Und hier sprießt auch ganz viel Grün. Die wird ganz viel Blüten haben. Also hier auf dem Küchenbrett will ich auch nicht mehr so viel Blumen. Letztes Jahr, da waren ja ganz hier viele von dieser Melisse. Da habe ich nur dieses Jahr eins gekauft und ein Thymian. Und das war's eigentlich. Ja, und jetzt haben die mehr Platz und dann können sie ein bisschen mehr wachsen, habe ich das Gefühl. Hier ist auch immer schön Sonne. Ja, das waren eigentlich alle meine Pflanzen. Nochmal hier. Wenn dir das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Einen Kommentar würde ich mich wie immer freuen. Und Abo nicht vergessen. Tschüss!